Alex, du schaust Licht im Arbeitszimmer aus. Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer aus. Ich habe nie und nimmer vor irgendetwas Angst, warum auch? Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich sterbe. Und das werden wir früher oder später sowieso alle, oder? Der Tod ist sowieso eher für die Leute, die zurückbleiben, schlimm. It seems like all is dying. Zu sein, ich finde ein zu arg langes Leben gar nicht so interessant. Und so länger du lebst, desto mehr Leute verlierst du. Mit dem Winterkeller muss ich mal wieder was machen, stimmt. Watch out, my brother's soul. Should the sky be filled with fire and smoke. Keep watching over the inside. If I'm inside a mountain, that's if I'm all in the dream, that's if I'm all in the soul, that's if I'm all in the dreams. I hope that you.
Erste Staffel beginnt, ja, aber du bist nämlich gerade geblockt worden. Willkommen im Knast. Was hast du heute gegessen? Den Rest von gestern, also Pommes und Cordon Bleu, quasi. Mich würde interessieren, warum du mich vermissen willst. Bin doch hier. Dankeschön, Benny. Und auch an Le Biro. Dankeschön. Danke, Jonas. Vielen Dank, Sophia. Leute, ich mache den Abonnenten-Chat an. Ich habe die Schnauze gerade voll davon, dass mir Leute auf den Sack gehen. Wenn ihr schreiben wollt, müsst ihr leider abonnieren. Tut mir leid. Siedler auf Catan ist ein ziemlich cooles Brettspiel. Oder auf der Jagd nach Mr. X. Danke nochmal, Jonas.
Dankeschön, Jonas. Der haut voll raus, der ist voll krank. Dankeschön. Ich liebe zwar Heidenvolk, aber Heidenvolk? Hidden Foray meine ich. Das war nicht Heidenvolk, das war Hidden Foray. Isabella, danke schön für die Unterstützung. Guten Abend zusammen. Schönen guten Abend, Kannen. Thank you.
Dankeschön. Canon, Dankeschön. Oder Canon. Jonas haut voll raus, der ist voll ganz drauf, also der hat schon. Der hat jetzt mit 0 und nichts Winchester weggefegt und auch Niklas. Voll übel. Weit Mensch, servus. Aber richtig, geht richtig ab hier schon wieder. Voll, ja. Der hat dich jetzt vom Platz 1 total runtergefegt. Moment, Winchester, warst du nicht auf Platz 1? Hattest du nicht 5 Sterne? Wieso hast du jetzt nur noch einen Stern? Also eine Krone, meine ich. Hattest du gestern nicht alle Kronen? Hast du gestern nicht 5 Kronen gehabt? Hä? Aber du kannst ja nicht an einem Tag alle Kronen verlieren. Klar, wenn Jonas dich runterhaut, dann klar, aber dann verlierst du eine Krone. Oder vielleicht zwei, aber nicht eine. Aber nicht alle. Hä? Oder werden die Kronen jetzt von Stream zu Stream neu gemacht? Die 5 Kronen habe ich jetzt, ja. Aber was ich mich frage, es gibt ja, die Kronen stehen ja eigentlich für den Top-Supporter des Streamers. Wenn ihr bei mir zum Beispiel jetzt Top-Supporter seid, dann hast du 5 Kronen im Chat. Was ich mich aber gerade darauf frage, ich schau mal eben nach. Wie soll das gerade gehängt? Platz 1? Okay, das wird anscheinend jetzt im Chat extern geregelt. Weil mein Top-Supporter ist anscheinend gerade Top-Fan der letzten 30 Tage, ist aktuell Planet mit 23.000. Das hast du noch nicht ganz erreicht. Dann kommt Niklas mit 22.000, dann kommt Winchester mit 18.000. Dann kommt Zerbeile, ich hoffe ich spreche das richtig aus, mit 14.000. Dann kommt Leewood mit 13.000 und dann kommt Schmidt mit 12.000. Das sind so die obersten mal. Okay, das wird anscheinend von Stream zu Stream neu gemacht jetzt. Das hole ich mir auch noch. Ja, aber das wird dann im Stream anscheinend nicht mehr angezeigt. Das wird jetzt anscheinend irgendwie anders geklärt. Oh, Alter! Meine Arme, ey. Naja, langsam wird's. Auch bei dem T-Shirt waren sowieso die Arme schon immer so kurz, ey. Ich mag das nicht. Seid ihr wohl gegönnt, ja, das denke ich aber auch. Absolut. Wer raushaut, kriegt zurecht die Krone. War Niklas schon hier? Nee, heute habe ich ihn noch nicht gesehen. Kann sein, dass er hier ist, aber nicht schreibt. Ich weiß nicht. Hat Niklas ein Abo? Ja, ne? Weil es können nur aktuell nur Abos schreiben. Weil mir das so dumm geworden ist mit den Idioten da die ganze Zeit. Ich hoffe nicht, dass es das hört, vor allem sieht, das wäre übertrieben. Gestern habt ihr ja auch wieder rausgeballert wie Sau, ey. Lon, Dankeschön. Servus. Nee, 24. 4020. Nee.
42, Dankeschön. Lon, Dankeschön. Oder ist es Ion? Nee. Isabella müsste auf 4 sein. Ja, schreibt da auch gerade. Hat aber hier jetzt im Stream 2 Kronen. Ist also über Winchester von den Kronen her. Aber in der, im absoluten Ranking ist er auf Platz 4. Merkwürdig. Das ist wahrscheinlich wirklich so geregelt mittlerweile. Meine Krone ist weg. Ja, das scheint tatsächlich inzwischen so geregelt zu sein, dass du dann im Stream das raushauen musst. Also du musst jetzt im Stream was raushauen, um Kronen zu bekommen. Und dafür musst du quasi so viel raushauen, dass du unter die Kronen passt. Also unter die Kronen kommst. Die Kronen sind ja auf 8 oder auf 10 limitiert. Ich glaube, es waren gar keine 10. Es waren, glaube ich, 8 oder so. Es war gar keine gerade Zahl. Wobei 8 auch eine gerade Zahl ist, wenn man es teilen kann. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist keine volle Zahl, so in dem Sinne von 5 oder 10. Es sind irgendwie 8 oder 7 oder so. Ganz merkwürdig. Oder war es zumindest mal. Jonas, ich weiß nicht. Was weiß Jonas? Was denn? Was übersehen? Was habe ich denn übersehen? Nein, ihr könnt nicht privat schreiben. Aber die Funktion ist neu. Das ging auf Juno aber noch nie. Du kannst mir höchstens einen Liebesbrief schicken. Also gibt es ja dieses... Hört sich falsch an. Da gibt es im... unten, wo es die Icons und die Likes und so gibt, da gibt es auch irgendwo einen Liebesbrief, der kostet... Schlag mich tot. Keine Ahnung, 250 Barren oder sowas. Den kannst du auch schicken. Den kann ich dann entweder annehmen oder ablehnen. Und den kann nur ich lesen, bis ich ihn annehme. Wenn ich ihn annehme, dann... wenn ich ihn annehme, können ihn alle sehen. Wenn ich ihn ablehne, können ihn nicht alle sehen. Man sieht hinten im Bild voll die Spiegelung von meinem Fernseher. Tauscht dir bitte keine Facebook-Namen oder so ein Zeug aus. Zumindest nicht so in die Richtung, weil es gibt viel zu schnell irgendwelche Hater, die da Scheiße bauen mit. Vielen Dank, Jonas. Also nur als Warnung. Würde ich nicht machen. Nichts gegen Jonas oder jemand anderen, das sage ich nur allgemein. Das ist eine allgemeine Warnung. Vielen Dank, Jonas. Hatte ich auch nicht vor. Ja, ich sage das nur allgemein mal, wie gesagt. Weil es zu gefährlich ist. Wisst ihr, worüber ich heute nochmal so nachgedacht habe? Das, was mit der BLM ist, ist eigentlich ja schon fast Zensur, ne? Also ich würde das Thema jetzt nicht wieder aufgreifen. Das ist mir nur gerade wieder so aufgefallen. Alter, 32.000 Likes, das ist so übel, Alter, das ist so übel. Wobei... Das wird mittlerweile in Likes gerechnet, glaube ich, ne? Weil früher war es in Barren gerechnet. Früher waren das, hätten das 32.000 Barren sein müssen. Aber die Likes und die Barren kosten ja unterschiedlich viel.
Soul Eater war auch so ein geiler Anime. Auf deren Homepage? Auf welcher Homepage? Kishinjagd. Meine Sticker sind kaputt. Was? Jetzt haut die Akustiker raus. Was ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe, ist der mein Sticker. Also der Juno-Sticker von mir. Habe ich auch schon lange keinen mehr gesehen. Und nein, es war keine Aufmerksamkeit, das war keine Aufforderung, sondern nur eine Feststellung. Bei mir regnet es schon den ganzen Tag, voll übel. Bin ja aber ganz froh darüber eigentlich, ich mag Regen. Also bei uns wurden die Sticker normal angezeigt, zumindest bei mir. Bei mir steht kein Null dahinter. Wie gesagt, vielleicht liegt es an dir, vielleicht musst du einfach mal den Stream neu starten. Was genau magst du, wenn es regnet? Das Geräusch? Allgemein, ich mag es, wenn es regnet. Ich mag das Geräusch, ich mag es zu sehen, wie es regnet. Ich mag es, mit einer heißen Tasse Tee oder Kaffee da zu sitzen, schön warm eingemummelt, während ich nach draußen schaue und den Regen beobachte. Es gibt so viele Sachen am Regen, die ich mag. Ich mag es, dass er Leben spendet. Ich mag es, dass die... keine Ahnung, ich mag einfach alles am Regen. Regen ist was Schönes. Starte jetzt einfach mal deinen Stream neu. Rule, dankeschön. Der Anime ist interessant, sieht echt interessant aus. Aber irgendwie... weiß ich nicht. Es sieht interessant aus, aber mir gefällt der Zeichenstil überhaupt nicht. Andererseits glaube ich, dass so ein Anime nicht funktionieren würde mit einem anderen Zeichenstil. Ich weiß nicht.
habe heute so Ladelags, kann das sein? Ich bin auch wieder irgendwie verzögert. Ich weiß auch nicht, was das schon wieder ist heute. Ich habe mir jetzt den Anime mal gespeichert auf Netflix. Der Hacker begreift nicht, dass der in meinen YouTube-Account nicht reinkommt. Der versucht es immer wieder, aber er kommt nicht rein. Würde auch nie werden. Wenn er so weitermacht, würde er echt mal richtige Probleme bekommen. Tut mir leid an alle, die heute dabei sind. Übrigens vielen Dank für die ganzen Likes. Tut mir leid an alle, die heute dabei sind, die nichts schreiben können, weil ich wegen diesen Idioten auf die Fans, also auf die Abonnenten gegangen bin. Mich verarschen? Du wirst doch wohl Hyrule kennen. Das Land von Zelda und Link? Aus dem Spiel The Legend of Zelda? Alter, nie gedacht, dass jemand mich mal fragt, was Hyrule bedeutet. Außerdem hast du Hyrule doch mit Sicherheit gar nicht richtig ganz gesehen. Also weißt du mit Sicherheit, was ist? Verarschen kann ich mich auch alleine. Du kannst das ganz schreiben, was du gesehen hast. Komisch. Immer diese merkwürdigen Menschen hier. Dankeschön. The river, I'm gonna die tonight. Die together,
Hey Fofi, danke schön. Servus. Kennen, dankeschön. Danke, Kennen. Tausend Likes, das hole ich nicht mehr auf. Ja, es ist krass. Ich wusste gar nicht, dass Slipknot ein neues Album hat, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich finde das Album so schlecht, ja. Was ist das hier? Teen Titans, das war auch so eine krasse Serie damals. Kennen, dankeschön. Ach, lange werde ich heute übrigens nicht streamen. Eine Stunde, denke ich, maximal. Lass mich niemals unterkriegen. Ich zieh meine Kraft aus einer Quelle, die keiner besiegen kann. Und somit wird mir meine Kraft auch nie ausgehen.
Teen Titans ist auch schon eine geile Serie. The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. Wenn ich Phantom noch eigentlich auch eine geile Serie. Alter, was ist mit meinem Auge los? Ich bin mal weg, schönen Abend noch für euch. Alles klar, schönen Abend dir auch noch. Wie gesagt, ich bin auch bloß noch eine Viertelstunde maximal da. Wenn du in der Viertelstunde noch mal kurz reinschaust, kriegst du noch was von der Kiste ab. Die mache ich später wieder auf. Passt schon, wir sind nicht zum letzten Mal hier. Ja, aber du hast ja nur was von der Kiste, wenn du da bist, ne? Wenn ich sie aufmache. Alles klar, wenn du meinst, kennen. Alles klar, schönen Abend noch. Ciao. Verarsche, das Problem hatte ich vorhin schon mal. Komisch. Seltsam. Manchmal habe ich das Problem momentan bei meinem Browser momentan, der spinnt ein bisschen irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich brauche keine Krone, kein Palast, kein Edelstein. Wo immer ich auch wohne, ist jeder Ort ein Heim. Bin einst groß, doch bin ich frei.
Mir geht diese Welt vorbei. Frei zu sein bedarf es wenig. Nur wer frei ist, ist ein König. Schamlos nimmt der dreiste Dieb, wenn er ist, seines Glückes Schmied. Und die anderen träumen, raub ich in der Nacht. Hier oder Kind, dankeschön. Du bist der König, dein alten Namen bedacht. In meinem Himmel. Frei zu sein, bedarf es wenig. Nur wer frei ist, ist ein König. Schamlos nimmt der dreiste Dieb, denn er ist seines Glückes Schmied. Nein, nicht dem anderen gleich. Zerbeiler, dankeschön. Ist die Erfolgsbande heute Abend unterwegs? Was? Was für eine Erfolgsbande? Zu sein bedarf es wenig. Nur wer frei ist, ist ein König. Schamlos nimmt der dreiste Dieb, denn er ist seines Glückes Schmied. Chaos, dankeschön. So, dann gehen wir gerade mal in den Endspurt über. Noch zwei Lieder, dann würde ich sagen, ich beende. Am Anfang vom nächsten Lied mache ich die Kiste auf. Dauert immer ein bisschen, bis die offen ist. Also wenn ihr noch was reinhauen wollt in die Kiste, habt ihr jetzt die Chance dazu. Dankeschön, Liebut. Und Servus. Ich glaube, du kannst jetzt schauen, du bist glaube ich kein Abonnent, ne? Schade eigentlich. Aber es sind wieder so viele Idioten da, verstehst du sicher. Ich bin in den Klauen. Allein. Danke Otak, danke Zer. Was ist der beide, Alter? Ey, übertreibt's mir jetzt so, ihr Verrückten, Alter. Hauen die hier voll raus, die Wahnsinnigen. Ihr Wahnsinnigen hier! Dankeschön, Liebut. Dankeschön, Annie. Ich komm gar nicht aus dem komm gar nicht aus dem Bedanken raus. Nicht so nah. Sonst kann's passieren, dass du alte lichterloh in Flammen stehen. Ich versau den Text, ich bin so ein Depp, doch das ist mir gerade sowas von egal. Heißes, verdammt, wenn du meinen Namen morgen schon vergisst, heißes Licht im Himmelsflug, bis zum letzten Atemzug will ich brennen. Ich will brennen. Ah, ich glaube, ich weiß, warum es bei mir ein bisschen ruckelt. Oder warum es ein bisschen verzögert ist. Jetzt sind wir gerade gekommen. Daran könnte das liegen, weil ich gerade am Rendern bin. Ich bin gerade am Rendern von Endsider. Von Endsider, genau. Auch ein gutes Game. Wenn es eins wäre. Von Ancestors, das bin ich gerade am Rendern. Vielleicht ist es deswegen so ein leichter Ruckler drinnen. Dass wir beide lichterloh in Flammen stehen. Ich will brennen.
nach nur kalte Asche übrig ist. Ich will brennen, ich will brennen, wenn du meinen Namen morgen schon vergisst. Heißes Licht in Himmelsflug, mit dem letzten Atemzug will ich brennen. Ich will brennen, ja nichts, sonst keinen Zweck. Sonst reißt der Strom aus Feuer dich noch mit mir weg. Komm in hier. Ach Mann. Und weil das Fieber auch in deine Seele dringt. Das ist mächtig, ja. Sonst kann's geschehen. Warum sag ich denn? Ohne Scheiß, ich muss mir mal den Text richtig einprägen. Komm mir nicht zu nah. Sonst kann's passieren. Als Singer geschehen, weißt du, wenn ich passieren singe? Dankeschön, Leute, für die ganze Unterstützung. Ihr seid die Besten. Ich will brennen, wenn du meinen alte Asche. Alter, was ist denn mit mir gerade los, ey? Ich verkacke jeden Text. Ich will brennen, wenn du meinen Namen morgen schon vergisst. Na gut. Brunhild. Eigentlich habe ich keinen Bock auf Brunhild. Lass mich mal kurz gucken. Nehmen wir das hier. Bisschen Sabaton. Ich mache mal die Kiste auf. Danke für eure ganze Unterstützung, Leute. Schwupps. Und hier ist eure Belohnung. Sobald es aufgeht. Jetzt wackelt es erst mal ein bisschen rum. To hell and back. Zur Hölle und zurück. So, herzlichen Glückwunsch an die Leute, die jetzt hier ihren wohlverdienten Lohn bekommen haben. Die Streife wird mehr kosten. Was? Die Streife wird mehr kosten als die Einnahmen dieses Streams. Die Strafe, nicht Streife. Willst du jetzt auch Stress machen, dann fliegst du gleich raus. Dann sagst du mir auch gleich, weil ich habe keinen Bock, dass ich dann 1000 Jahre drauf warten muss, dich zu blocken. Kiste verpasst. Ah, ich habe extra gesagt, wann ich sie aufmache. Wie schaffe ich es immer? Immer gehe ich am Ende zum Stream. Vergessen zu drücken war mein Fehler. Okay. Ach so, müsst ihr da was klicken oder was, wenn ich die aufmache? Ich war noch nie dabei, wenn die Kiste geöffnet wurde. Ja, keine Ahnung, ich war noch nie dabei, wenn die Kiste geöffnet wurde. Ich schaue ja keine Streamer auf YouNow. Ich schaue generell keine Streamer eigentlich. Zumindest nicht als Streamer. Okay. Ach so, ich verstehe. Okay, das wusste ich nicht. Thank you.
ganz ehrlich, das Ende von Pirate of the Caribbean ist doch auch so brutal gewesen, oder? Dann taucht am Ende nochmal das Schiff auf, der eine Typ meint, oh, wir haben gewonnen, und dann flankieren sie das Schiff von links und rechts und ballern sich voll zusammen, Alter. Voll übel. So, Leute. Mist. Stopp. An dieser Stelle, Leute, würde ich euch sagen, oder würde ich erstmal sagen, Dankeschön. Und ich denke, wir sehen uns hoffentlich, eventuell, gegebenenfalls beim nächsten Mal. Ah, Liebwort. Jetzt haut Liebwort nochmal 2500 Likes raus, diese Irre. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, Leute. Ihr seid echt die Besten. Tut mir leid, dass ich heute nicht länger streamen kann, aber ich muss heute unbedingt aufnehmen. Wer meinen Gaming-Kanal mitgekriegt hat, hat mitgekriegt, dass ich jetzt noch eine Folge von Ancestors hochladen muss. Das rendert jetzt auch gerade. Und dann muss ich heute dringend Ancestors und Borderlands aufnehmen. Sonst habe ich keine Projekte mehr. Oder keine Parts von den Projekten mehr. Zelda habe ich fertig. Also Zelda habe ich nicht fertig, aber Zelda habe ich weiter aufgenommen. Da habe ich noch ein bisschen was. Das gleiche gilt für Overlord und das gleiche gilt für Rabbids. Wobei Rabbids noch 2 Folgen kommen, dann ist die Serie durch. Also 2 Folgen. Dann ist die Serie durch. Dann habe ich das Let's Play durch. Dann ist es abgeschlossen. Dann muss ich aber noch ein neues anfangen, beziehungsweise ein älteres Projekt, was ich zwischendurch mal pausiert habe, weitermachen. Das habe ich vor. Ja, ich habe also wirklich noch viel um die Ohren heute. Das wird die nächsten. Gehst du etwa schon ins Bett? Ich und ins Bett gehen um die Uhrzeit. Der war gut. Das letzte Mal, dass ich um 8.21 Uhr ins Bett. Das letzte Mal, dass ich um so eine Uhrzeit ins Bett gegangen bin, das dürfte locker 5. 10, 15 Jahre her sein. Minimum. Das war sogar, ich glaube, das war sogar noch in der Schulzeit. Schon lange vor der 9. Klasse war das, glaube ich, sogar. Also es ist schon weit mehr als 15 Jahre her. Also, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Bleibt sauber, macht mir keine Schande, bleibt anständig. Haut rein und danke für eure Unterstützung. Ciao, ciao.